Heute Abend ab 19 Uhr gibt es wieder einen Livestream auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut vorbei. Und hey, willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Crafted Tech 6. Heute bauen wir eine Endfarm, endlich mal eine Enderman-Farm im End. Und dazu werden wir ein paar Vorbereitungen treffen müssen, Sachen sammeln. Ich zeige euch kurz, was ich gestern noch gemacht habe. Und dann geht's auch schon los. Legen wir los mit der heutigen Folge. Vorneweg noch einen kleinen Satz, falls ihr mich noch nicht kennt und neu seid. Hey, willkommen. Ich bin der Sparky. Ich mache Videos rund um Minecraft, sei es Tutorials, Guides, Snapshots, Updates und alles Mögliche. Ganz viel Reds und Zeug in der letzten Zeit. Und es würde mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, meinen Kanal zu abonnieren, weil dann landen alle weiteren Videos bei euch in der Abo-Box. Das wäre super praktisch und für mich natürlich auch. Es würde mich freuen. Vielen, vielen Dank dafür, wenn ihr dran denkt. Und ja, jetzt geht's auch schon los mit dem heutigen Video. Okay, also Zusammenfassung, gestriger Livestream, ist, denke ich mal, ganz psycho wieder durch. Ansonsten haben wir das Bett mal hier unten hingestellt, das war's. Nee, natürlich haben wir noch mehr gemacht. Und zwar, ich gehe mal ganz kurz durch nach unten. Wir haben etwas Technik weitergebaut, das heißt, stopp, eine Sache, bevor ich runtergehe. Ich habe etwas Redstone gefarmt. Ich habe eine kleine Redstone-Tour gemacht, ihr habt ja gesehen, ich habe die ganze Zeit einen massiven Redstone-Mangel. Und jetzt habe ich endlich mal eine Kiste parat mit stackweise Redstone drin. Also eine kleine Tour hatten wir gemacht, ein bisschen gebuddelt hatten wir, ich hatte nochmal 40 Dia-Erze gesammelt, und auch nochmal über einen Stack Dias oder so. Also es ging eigentlich recht fix und super und ja, also hiermit können wir dann jetzt arbeiten. Dann als nächstes gehe ich mal wieder nach hier unten und zeige mal kurz, in meiner Base hat sich auch ein bisschen was getan, denn wir haben die weiter ausgebaut. Schaut euch das mal an hier. Ah, also da hinten fehlt noch ein kleines bisschen was, aber die Wände sind jetzt hier drin. Ich hatte ja noch die Farm hier verschoben, die sind jetzt auch vollkommen einsatzbereit. Das Einzige, was fehlt, ist halt noch ein bisschen Glas hier. Also müssen wir das Glas außenrum machen, dann haben wir es. Melonenfarm plus Kürbisfarm ist vollkommen angeschlossen. Und ich habe hier Muster reingemacht, ein bisschen Beleuchtung für die Wand. Geht es einmal nach hinten durch. Und ja, komplett ausgebaut. Dann ansonsten, ich habe noch eine Optimierung gemacht bei der Chicken Farm. Wir hatten ja das Problem, dass die teilweise... Die sind alle groß geworden eben. Wir hatten das Problem, dass die teilweise nicht richtig bebaut wurden. Oh, das Nünchen rausgeglitscht anscheinend. So. Sag mal, das ist aber nicht so schön, wenn ständig mal Hühner rausglitschen seitlich. Finde ich ja not so good. Muss man schauen, ob ich das irgendwie noch zubauen kann, aber ich glaube, das geht nicht ganz so einfach. Jedenfalls, wir hatten das Problem, dass hier die Kelbpflanzen zu selten abgeerntet worden sind und deswegen kam nicht oft genug ein Puls hier rüber und dem Itemhopper hat sich hier teilweise gestaut. Aber das habe ich umgangen, indem ich einfach mal hingegangen bin und jetzt hier einen Comparator noch dran gesetzt habe. Immer wenn hier hinten genug Items drin sind im Hopper, dann wird die Glocke immer angeschmissen und es wird rausgefeuert, sodass sie nie verstopfen kann und die Farm jetzt endlich funktioniert. Das war richtig. Vielleicht kann ich hier hinten noch ein paar weitere Hühnchen reinböllern, aber eigentlich reicht es mir auch schon von der Effektivität der Farm. Denn ich bin ja sowieso wahrscheinlich eher weniger am... Ja, doch. Ich werde vielleicht ab und zu... Ich werde vielleicht nach zugucken, Chicken ab sofort wechseln. Vor allem, weil es halt einfach komplett automatisch ist. Naja, so viel jedenfalls dazu. Und hier noch ein bisschen Optimierung mit Technik. Dann als nächstes... Hier wieder. Ich werfe die kurz raus. Keine Lust, jetzt mitzusteppen. Ich werde noch versuchen, demnächst den Beacon etwas umzubauen. Nämlich... Also ich habe den kurz deaktiviert, weil ich hier... gebaut hat und es war ein bisschen nervig mit Super Speed. Den werde ich umbauen, den werde ich nochmal eine Etage nach unten setzen, damit wir hier Platz haben, und weil der Beacon nimmt ja schon ein bisschen, ist nicht so schön, wenn er so im Raum steht. Ansonsten, hier hinten soll eine Pilzfarm kommen, eigentlich wollte ich auch heute jetzt bauen, aber ich habe gedacht, nö, es ist Zeit für eine Enderfarm, wir machen etwas noch Spannenderes und deswegen gehen wir da auch gleich hin. Ich werde gleich mal Vorbereitung treffen und dann legen wir da los. Ansonsten habe ich am Anfang auch nochmal wieder ein bisschen was entfernt von Joes Eskalation. Ich hatte gesehen in seinem Stream, er hat vor mir gestreamt, dass er bei mir Stein gemobst hat, und zwar so ein komplettes Inventar, habe ich so gesagt, Joe, Sünde, Steinklauen, habe ich ihn eingebaut, als er sich ausgelockt hatte, ein Schild hingehängt, Joe, der Steindiefer zugeschlagen oder sowas, und dann ist er halt hingegangen und hat gesagt, ja, ich bringe dir den Stein zurück, hat hier oben auf der Base dahin ein Schild hingesetzt, und hier war ja mal, hier kommt eigentlich mein Beacon raus, und hat den bis zur maximalen Bauhöhe mit Stein zugebaut, weil er mir den Stein ja wiedergeben wollte. Hi Spark, um meine Sünde zu tilgen, gebe ich dir den Stein gerne wieder zurück. Gruß Joe. Naja, jetzt mache ich mal die Schilder auch weg. Aber bin ich dann erstmal hingegangen, habe nochmal alles abgebaut, hat wieder ein bisschen gedauert. Und dann, ja. Das war ein bisschen so der grobe Stream-Inhalt. Aber wir legen jetzt mal los und gehen Richtung End. Und da müssen wir ein paar Sachen vorbereiten noch. Unter anderem, also baumaterialtechnisch wird es nicht so teuer. Ich werde nicht diese Pisten Enderman-Farm machen, sondern ich werde eine günstige Farm machen mit einem Endermite. Dazu sollte ich auch vielleicht Folgendes nochmal machen, nämlich ein paar Schalker-Kisten hier bereitstellen. Mal kurz mal normale Kisten holen, ich habe normale Kisten. Ich werde ein paar Schalker-Kisten machen, wo ich alle Baumaterialien reintue, die ich dafür brauche. Und dann kann ich im End immer drauf zugreifen und muss nicht wieder zurück, um neue Materialien zu holen. Das ist halt so die cleverste, denke ich mal. 1, 2. So, das sind jetzt hier die Kisten.
die wir brauchen. Und dann werde ich mal zwei weitere Schalker-Chests machen. Übrigens, das werde ich auch nicht in dieser einen Folge jetzt fertig kriegen, ja. Ich werde die jetzt anfangen zu bauen. Und im Laufe der nächsten Folgen werden wir die fertig kriegen. Vielleicht schaffen wir es heute im Laufe des Tages. Das kann ich noch nicht garantieren. Aber ich werde auf jeden Fall drei Folgen dafür brauchen, mindestens oder so. Also die ist halt ein bisschen schwierig, im End zu bauen und dann nicht runterzufallen und alles klarzukommen, ne? Das, wir sind auch wieder weiter weg von der Endinsel und so und wollen das Programm. Gut, dann für meinen Teil, wie machen wir das mit den Inhalten hier? Ich würde mal ganz kurz hier meine Enderkiste aufräumen. Ich würde einen Großteil auch schon da oben immer dran lassen. Hier sind noch ein paar Sachen drin. Ja, so ein paar spontane Dinge. Die brauche ich eigentlich auch. Ich weiß nicht, ob ich die unbedingt in der Enderkiste lagern sollte. Aber beispielsweise die Zusatz-Elytras, die brauche ich eigentlich nicht bei mir drin. Genauso wie Redstone-Blöcke, die kann ich jetzt mal raustun. Ich gehe mal davon aus, also dass niemand mir komplett hier alles leer plündern wird. Generell, ich habe nichts dagegen, wenn Leute sich was leihen bei mir oder so, aber die sollten vorher Bescheid sagen, damit ich das weiß. Wenn jemand was sich einfach so nimmt, ohne zu fragen, finde ich nicht so gut. So. Und jetzt werde ich mal so ein kleines bisschen Sachen besorgen, organisieren, zum Beispiel das oder das. Ja gut, Lapis schnell auf Abruf, das finde ich gar nicht mal verkehrt. Aber ansonsten muss ich generell mal gucken und sortieren, wie ich das hier am besten mache. Enderperlen werde ich ein bisschen brauchen, beziehungsweise werde ich mir im End farmen. Ich werde nochmal dieses eine Schwert brauchen, was ich hatte. Und ich weiß sogar nicht, ob ich die Dia-Blöcke unbedingt, die Goldblöcke hier haben muss. Muss ich gar nicht. Dias, goldene Äpfel, obwohl, ja, die kann ich mal so mitnehmen. Was ich immer auf Abruf haben sollte, sind Dreizack plus Spitzhacke, weil da hätte ich keine Lust. Genauso wie Elytra. Die kann hier hin. Dann Lapis Erz. Brauche ich eigentlich auch nicht direkt hier drin. So, dann Dias kommen hier rein. Drachenkopf meinetwegen auch. Elytras kommen einfach mal hier so rein. Und Goldblöcke. So, dann ist diese Enderkiste mal voll. Ich brauche gerade einen Name-Tag, fällt mir gerade ein. Beziehungsweise vielleicht habe ich noch irgendwo einen. Ne, ich nehme einen neuen Name-Tag mit. So. Wir müssen nämlich das Endermite benennen, wenn wir drin sind. Und ja, dann organisiere ich mich mal ganz kurz, sammle ein paar Materialien und wir sehen uns gleich auf dem Weg in Richtung End. Ja, dann denke ich mal, ich habe alles zusammen. Alles, was ich brauche, ist hier drin. Ich habe auch schon mal einen Namen auf den Name-Tag gemacht. Ich nenne das Enderman dann der Enderman-Magnet. Und ja, sämtliche Blöcke und so, viele Sachen kann ich mitnehmen. Ich habe hier nochmal ein Looting-Schwert, damit ich mir neue Enderperlen erfarmen kann auf der Hauptinsel. Ich muss dann das Enderman spawnen. Die Chance hat nur 5% und so. Ein paar Raids habe ich dabei. Und ja, das sind eigentlich schon die wichtigen Sachen. Genauso wie Teppich. Jede Menge Teppich. Und dann sind das auch schon alle Sachen, die ich brauche. Die werde ich natürlich jetzt so nicht mitnehmen, sondern die kommen hier in die Enderkiste rein. Und immer wenn ich was brauche, kann ich dann darauf zugreifen. Und von hier fliege ich dann jetzt einfach mal rüber Richtung, ich habe mir die Lytra equipped, Richtung zum End. Und eine Sache, die ich noch machen wollte, ist hier nochmal Essen aufstocken. Sehr gut. Ja, und jetzt werde ich ein bisschen Spaß haben, mich mit den Endermen zu prügeln. Und falls ich ins Void fallen sollte, kann ich mit der Lytra und Raketen idealerweise wieder rausfliegen. Ja, das ist jedenfalls der Plan und ich hoffe mal nicht, dass ich dabei drauf gehe. Dann fliegen wir wieder einmal zum End. Achso, bevor wir losfliegen, vielleicht nochmal ganz kurz schlafen gehen, weil gerade Nacht ist und dann, ja, legen wir auch schon los. Ja, da bin ich schon beim End angekommen und dann geht es hier rein. Und ich habe hoffentlich alles dabei, meine Freunde. Ja. Dann hier um die Ecke, ich weiß sogar nicht, was zwischendurch. Oh! Sag das doch, dass wir ein Endportal dran haben. Netherportal dran haben. Ich bin jetzt hier hingeflogen. Mal ganz kurz gucken. Hat das Cast gebaut? War das, die Endverknüpfung? Ja, das war die Endverknüpfung. Oh, okay, gut. Das wusste ich gar nicht, dass wir hier schon ein Netherportal gesetzt haben. Das war auch eine gute Idee eigentlich. Warum habe ich da nicht, vorher dran gedacht? Ja, stimmt. Dann ist das Endportal ja schon mit verbunden. Netherportal. Mit dem Endverbunden. Sehr gut. Und ja, geht's eben mal rein. Und wir gucken mal, was hier so abgeht. Was ist eigentlich mit der ganzen Gegend hier geworden? Hier sind ja wieder auch ein paar neue Enderdrachen gespawnt worden. Und ziemlich viel ist am Start. Und ich würde mal sagen, am sinnvollsten wäre es natürlich jetzt von hier, von dem Ding aus. Ne, warte. Von da vorne aus. irgendwie ins Void zu gehen. Also in die Richtung da zu graben dann. Vielleicht kann ich ja dann von hier einen Tunnel oder so auch machen, dass der irgendwie dann darüber geht. Oder nee, warte mal, ist ja schon offen eigentlich. So, gehen wir einfach mal ganz blöd hier rüber. Welche Höhe bin ich gerade auf der Höhe 49? Ja.
Wir müssen halt von hier ziemlich weit rausgehen, 128 Blöcke mindestens. Und ich würde immer ganz blöd hier langlaufen. Und wir machen jetzt was Besonderes. Und zwar brauche ich erstmal meine Blöcke. Ich werde dazu Prismarin einfach mal nehmen. Hauptsache die andere Kiste leuchtet einfach in meiner Hand. Da. So, und dann werde ich ein paar Blöcke mitnehmen. Mit denen werde ich jetzt ein bisschen bauen. Ich werde das auch alles immer gleich wieder eintüten und die reinpacken. Nee, stopp, stopp, stopp. Eine Sache fehlt noch. Und zwar, ich brauche noch zusätzlich, damit wir jetzt loslegen können, ein bisschen Holz. Wir brauchen nämlich ein paar Leitern. Und dazu brauche ich halt ein Crafting Table. Den mache ich mir auch einfach hier direkt mit. Ich habe einmal ganz ein Stack Holz mitgenommen. Plus Leitern. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr als das. Da mache ich mir nochmal kurz hier so. Und Leiter. Hallo, ich muss jetzt Sticks machen. Leitern. So, 27. Ja, ein bisschen mehr noch. Also ich muss relativ weit nach unten auf der Höhe. Das ist auch das Gefährliche bei der Farm. Beim Bauen, man muss recht weit nach unten. Da ist nicht Sticks. So. Also, ja, okay, die Leitern sollten jetzt ausreichen. Ebenfalls brauche ich jetzt Wasser und Blöcke. Und an denen friemel ich mich jetzt nach unten. So, dann kann ich auch das wieder einsammeln. Das wieder zurück in die Enderkiste reintun. Und, ja. Damit hangel ich mich jetzt ganz gefährlich nach unten. Ich werde nicht bis komplett zum Bedrock runtergehen. Also, das wäre halt am effektivsten, aber man fällt halt raus, weil das Wasser nur bis zu einem gewissen Punkt nach unten fällt. Und deswegen, ich habe keine Lust, da rauszufallen. Also machen wir das nicht. Ich setze hier dann einmal Wasser, das fällt jetzt hier runter. Und dann tauche ich hier ab, meine Freunde. Und idealerweise so, dass ich nicht dabei draufgehe. So, ich habe natürlich ein bisschen Luft, weil ich hier auch mein Dings habe. Immer schön nach unten gucken, wie weit man runtergehen kann. Ja, noch ein bisschen geht. Ja, geht noch ein bisschen. Ich habe auch so eine Höhe, so 20 Blöcke irgendwie Luft, wenn ich nach unten ins Void fallen sollte. Ist nicht so arg viel, aber so mal kurz gucken. Auf der Höhe 13 habe ich gerade. Ja, ist egal. Ich baue mich, wie ich mich wohlfühle. Keine Lust, hier jetzt runterzufallen. Ich würde mal ganz kurz wegen Luft mal kurz nach oben gehen. Und. Puh. Also von Effektivität her soll es am besten sein, wenn es möglichst weit unten ist. Deswegen. Egal, was wir tun, nicht aus dem Wasser rausfallen. Das wäre mir ganz lieb. Ja, noch einen weiteren Block. Wollen wir echt. Looking at 5. So, okay, und tiefer mache ich nicht mehr, denke ich. Looking at Block auf der Höhe 4. Sehr schön. Dann gehe ich jetzt hier zur Seite. Puh. Und buddel mich jetzt mal immer hier durch. Und jetzt kann ich auch nach oben gehen mit den Leitern. Wieder zurück. Und das Wasser einsammeln und entfernen. Und dann hätten wir das schon mal geschafft. Sehr schön. Eventuell kann man ja auch jeden Fallschacht oder so machen, aber man soll ja auch wieder hochkommen, beziehungsweise man fliegt einfach zurück mit der Elytra oder so. So, das haben wir jetzt eingesammelt. Und so sollte das aussehen von der Strecke. Okay. Dann im nächsten Schritt müssen wir jetzt mindestens 128 Blöcke von der Plattform weg. Ich würde sagen, ich baue mich 130 weg. Oder vielleicht ein bisschen mehr, weil hier oben sind ja auch noch Blöcke. Ich sag mal 150. Und ich mache es aber auch so. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir da oben hinlaufen werden. Sondern wir werden oben hin fliegen mit einer Elytra. Aber fürs Bauen muss ich es jetzt einmal machen. Und deswegen eier ich da mal rüber und werde noch hier unten alles bebauen, so wie es sein sollte. So, und jetzt, Leute, ich baue im Nichts. Ich baue im kompletten Nichts hier unten und jederzeit mit einem Fuß im Void. Ja, Höhe 4, genauso ein Fuß ist auf Höhe 5. Ja, sollte okay sein. Wird schon passen. Dann, ja, jetzt heißt erstmal ein bisschen ins Nichts bauen. Und zwar eine ganze Reihe. Ja, dauert jetzt nicht allzu lang.
Denke ich mal, ein, zwei Minuten sind wir drüben. Ich habe jetzt auch nicht ganz mitgezählt, aber ich würde sagen, so ab. Ja, ab hier irgendwie so, wo ich jetzt gerade bin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und so weiter und so fort. Also 20 habe ich gerade mal gemerkt. Und jetzt werden wir noch was weiteres machen. Wir werden auf dieser Höhe hier weitere Blöcke setzen. Denn wenn wir hier jetzt nur Prismarine oder generell Blöcke haben, dann kann auf diesen Blöcken können ihr auch Endermen spawnen. Jetzt denkt ihr, okay, wenn ihr Blöcke drüber setzt, dann könnt ihr nicht spawnen, aber dann könnt ihr oben drauf spawnen. Richtig. Und um das zu vermeiden, gehen wir jetzt auch mal ganz kurz wieder hier lang. Trick 17. Und wir holen uns mal die Schalke. Hab ich die andere Schalkerkiste oben noch? Ah, nee, die habe ich hier reingetan. Puh, okay. Da kommen jetzt die Teppiche zum Einsatz. Kann ich mir auch mal ein paar von nehmen. Und eigentlich auch schon wieder ein paar mehr von den Blöcken, weil ich kann gerade. Also eine 28 oder 28, naja. Okay, Blöcke reichen erstmal. Aber ich brauche auch noch 128. Okay, die Teppiche müssen jetzt aber auch reichen. So, alles einsammeln. Enderkiste raus. Und Enderkiste einsammeln. Sehr gut. Und um zu verhindern, dass hier Mobs drauf spawnen können, oder Endermen drauf spawnen können, oder sich hinterher rotieren können, kann man entweder Wasser nehmen, das hier drüber kippen. Dann würde es dann nach rechts, nach links, nach unten immer runterfallen. Aber ich bräuchte, und hier oben wird keine unendliche Wasserquelle entstehen. Das Wasser fließt immer nach rechts und links, nach unten. Und wenn ich hier einen Block auch hinsetze, hier entsteht keine unendliche Quelle. Es ist halt ziemlich nervig zu platzieren. Und weil ich ja den Teppichklon habe, dachte ich mir, ich gehe einfach hin und mache das so. So, dann werde ich jetzt hier in regelmäßigen Abständen lang gehen. Einerseits halt immer die Blöcke setzen. Und im nächsten Schritt gehe ich ran und setze die Teppiche drauf, einfach weil das am angenehmsten ist. Ja, dann muss ich halt immer nur mitzählen, dass ich einigermaßen weit bin. Und hier hinten war ich jetzt bei 20 Blöcken, ne? Okay, also ich habe ein bisschen was vor mir. Das wird nicht unbedingt spaßig werden, aber ich baue mich dann mal weit genug hoffentlich raus. Und ich versuche das auch so zu machen, dass ich nicht zu weit schon mich wegbaue. Und dann erst die zweite Schicht draufziehe, das wäre am einfachsten, aber auf dem Weg spawnen dann lauter Endermen. Und die sind dann etwas nervig wieder zu entfernen, also dachte ich, ich mache das mal in einem Rutsch immer. So, dann wieder die nächste Schicht Teppiche. Ich mache mal so 20 Blöcke oder so. Und dann hole ich hier oben mit dem Ding auf. Und dann muss ich das jetzt ein paar Mal machen. Und da das nicht so spannend ist, würde ich sagen, weiß nicht, überspringe ich den Teil. Ja, ich würde schon sagen, überspringe ich den Teil. Beziehungsweise ich muss mal schauen, wie weit die Folge gerade ist, weil ich habe noch ein bisschen das Zeigen mit drin gehabt von der Folge. Also vom, was wir im Stream gemacht haben und so. Eventuell ist sie ja schon fortgeschritten. Eine Sekunde. Ja, meine Freunde, die Folge ist definitiv fortgeschritten. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Dann werden wir weiterbauen. Diese kommt dann wahrscheinlich so gegen 11 Uhr. Also die kommt dann gegen 9, dann gegen 11, dann gegen 13. In dieser Reihenfolge werden heute die Folgen rauskommen. Und ja, dann wisst ihr Bescheid. Denkt doch an den Stream heute Abend und dann schauen wir mal, was wir heute noch alles schaffen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, das Krachen und tschüss.